als wenn man durch einen dunklen Keller geht und eigentlich schon noch Angst hat, was sich dort hinter den Fenstern abspielte. Man sah, dass hinter den Fenstern zum Teil Leute waren. Man wusste nicht, ob sie bewaffnet waren. Also es gehörte schon Mut dazu und man merkte eigentlich allen Leuten an, dass sie dort mit sehr gemischten Gefühlen durchliefen. Standen also Mitarbeiter bereit, mit dem Auftrag, Gruppen von Demonstranten sachlich, freundlich zu empfangen und dann herumzuführen und ihnen das eine oder andere zu erklären. Dann soll auch der Plan bestanden haben, die Demonstranten fernzuhalten von der Zentrale, jetzt direkt vom Ministergebäude und von den operativen Abteilungen, wo also auch brisantes Material gelagert hat, sondern sie umzuleiten zum Haus 18, diesem großen Würfel, in dem im Prinzip nur Versorgungstrakt untergebracht war und Verkaufsstellen und so, der aber von außen doch recht modern aussieht und eine gewisse Magnetwirkung von vornherein hat. The Ministry of State Security before it was stormed. For centuries, it was an impregnable fortress. It provided jobs for 85,000 full-time and an estimated 300,000 part-time employees. Omnipresent with 15 regional administrational departments and over 200 district and local outlets, much derided, often feared, and always present. Wir müssen besonders Obacht geben, wir müssen, dass da an uns nichts vorbeigeht. Ich sage das deshalb, weil immer mehr wird auch der Sport, das Gebiet, nicht wahr, wo die ideologische Diversion zum Tragen kommt, wo, genau wie bei der Kirche gesprochen, auch beim Sport habe ich das. Und das hängt zusammen mit dem Grundsatz, noch einmal wiederhole ich, wir müssen alles erfahren. Es darf an uns nichts vorbeigehen. Die Methoden aller Geheimdienste sind klassenneutral. Der BND oder der CIA oder das MFS hat im Grunde zur Bearbeitung und zur Entlarvung der Feinde gleiche Methoden angewandt und wendet sie heute noch an. MFS nicht mehr, das wurde ja nun beseitigt. Also das ist eine infame Unterstellung, weil im Grunde die Mittel der konspirativen Arbeit atypisch für alle Geheimdienste ist. Ja. Natürlich die politische Aussage, wer will was mit wem erreichen, sehr unterschiedlich waren, aber die Mittel und Methoden die gleichen. Das MFS sollte und wollte Schild und Schwert der Partei sein, das heißt, in diesem Slogan kam zum Ausdruck, dass es ein wichtiges, wahrscheinlich sogar das wichtigste Herrschaftsinstrument der SED-Diktatur gewesen ist, wobei seine besondere Gefährlichkeit eben in dieser Konzentration, in der Bündelung seiner Kompetenzen als politische Geheimpolizei, als Untersuchungsorgan in politischen Strafsachen und als geheimer Nachrichtendienst für die nach außen gerichtete Arbeit zu sehen ist. The Stasi had its origins in the post-war period. Officially, however, it came into being on February 8, 1950. Wilhelm Zeisser became the first Minister of State Security. Erich Milke was the man behind the scenes. The party had already commissioned him to set up a political secret police. June 17, 1953 saw the birth of the police state. Zeisser was removed from office because his agents hadn't squashed the rebellion fast enough. The party tightened the leash on the Ministry of State Security. Minister President Otto Grotewahl demanded a nationwide network of informants. State security was reorganized from top to bottom. They recruited a whole army of secret informants who would henceforth submit regular reports. The new Stasi leader was forced to step down after the shakeup. In 1957, Ernst Vollweber became a victim of the cleaning up process within the party. Erich Milke was number one after Vollweber was ousted from power. With the help of Marcus Wolf, he turned the Stasi into a perfect surveillance force. It was modeled on the KGB. Soviet instructors always had the last word on important matters. Milke nurtured his special affection for Big Brother with private visits to the Soviet Union.
The Hungarian crisis in the Cold War accelerated its development. By the mid-50s, the Stasi already employed more than 9,000 people. Recruitment and technical development went hand in hand with targeted PR work. Ausgerüstet vom amerikanischen Geheimdienst CIA mit einem Zellophananzug zum Durchschwimmen der Neiße, mit gefälschten Personalpapieren der DDR und der Volksrepublik Polen, ausgerüstet weiterhin mit Währungsmitteln beider Länder, mit Armbanduhren zu Bestechungszwecken, sowie mit Landkarte, Kompass und Fotoapparat, ausgerüstet mit allem, was einen Agenten funktionstüchtig macht, wurde dieser Mann von den Sicherheitsorganen der DDR gestellt, noch bevor er in die Neiße steigen konnte. Zeisser had already recruited an army of snoopers. In 1967, it was ceremoniously named Felix Dzerzhinsky after the founder of the Bolshevist secret police, or Cheka. So wie uns Dzerzhinsky vorgelebt hat, muss jeder Mitarbeiter bereit sein, alle Aufträge der Partei, ganz gleich auf welchen Kampfposten sie ihn stellt, unter allen Bedingungen mit ganzer Kraft, wenn notwendig, auch unter Einsatz seines Lebens zu erfüllen. Damit, Genossen, auf unseren Generalsekretär, auf das Bundesgericht, einfach mit Tierschuss. Herzlichen Glückwunsch, das Geschenk, das Enteignung ist, dass in diesem Geiste Ihre Quellen wir alle arbeiten. Working for the Stasi was, in accordance with SED claims, equivalent to special party work. The Stasi never acted without orders. The Politburo ensured complete control by filling all top positions with reliable party experts. A member of the Politburo was always present at meetings of the committee where all the major decisions were made. They met several times a year in Normannenstrasse in Berlin. They did not mince words. Wir sind nicht gefeiert, leider, dass auch mal ein Schuch noch unter uns sein kann. Wir sind nicht gefeiert, Herr Genossen, leider. Wenn ich schon jetzt wüsste, dann wird er morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Aber weil ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassung. Lieber Millionen Menschen vom Tode retten, als wir ihn Banditen leben lassen, der also uns dann also die Toten bringt. Damit wir mal richtig erklären, warum man so hart sein muss. Und weil die Schwafel von Wehen und so weiter, ich hinrichten und ich Todesurteil, alles Käse ist, Genossen. A minimum of 10 members of the Stasi paid with their lives for trying to change sides. The long arm of the Stasi was far-reaching. Deserters were not safe even abroad. In 1962, Captain Trainer was kidnapped in Austria and taken back to Berlin via Czechoslovakia. Am 5. September um 22.30 Uhr wurde ich von dem Schreiber mit dem Auto in Richtung Kremsmünster gefahren. Und plötzlich war auf der Straße ein Schild Umleitung. Ich nehme an, das haben die dahingestellt, denn die Umleitung ging genau in den Steinbruch nach Kremsmünster. Die Tür wurde aufgerissen, ich wurde herausgezerrt und mit irgendwelchen stumpfen Gegenständen auf den Kopf geschlagen, so dass ich die Besinnung verlor und erst wieder in Prag bei der Staatssicherheit zu Bewusstsein kam. Als ich am 5. September 1962 in diese Zelle 102 eingewiesen wurde, habe ich versucht, natürlich links und rechts mit Zellennachbarn durch Klopfzeichen Kontakt aufzunehmen. Bei der ersten Vernehmung habe ich aber festgestellt, dass die Zelle 101 und die Zelle 103 nicht belegt waren, um von vornherein auszuschalten, dass ich mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen konnte. Ich wurde hier als Sonderhäftling, Nummernhäftling 595, geführt. Hier drin war ich insgesamt 10,5 Jahre in Einzelhaft, ohne Verbindung nach draußen, ohne Freigang, dafür aber mindestens 8-mal im U-Boot. Das ist im Keller, diese Dunkelarrestzellen.
Ha, so eine war es hier. So eine war es hier. So klein. Am Anfang habe ich keine Tätigkeit gehabt und eines Tages brachten mir Wachleute Berge von medizinischen Zeitschriften. Ich wurde angewiesen, diese Zeitschriften nach Jahrgängen zu sortieren und sie in Mappen einzuheften. Und für diese Arbeit hat man mir gesagt, dürfte ich mir etwas wünschen. Da habe ich mir gewünscht einen Tuschkasten, einen Zeichenblock, einen Bleistift und einen Radiergummi. Und da habe ich im Mai 1965 angefangen, Aquarelle zu malen. Ich habe, als ich entlassen wurde, eine Verpflichtungserklärung unterschreiben müssen, dass ich mit niemandem über meine Haftzeit, über meine Festnahme sprechen darf. Kommt das raus, bekomme ich die 4,5 Jahre, die ich noch gut habe bei denen hier, und ein neues Gerichtsverfahren. Und das war mir zu gewagt. The fate of Walter Paul Trainer, a unique case. It proves, however, that the Stasi also contravened DDR laws by holding their own prisoners. Zunächst einmal war die Staatssicherheit als Untersuchungsorgan zuständig für alle Ermittlungen und Untersuchungen in politischen Strafsachen, insbesondere bei sogenannten Staatsverbrechen. Und sie hat natürlich, zumal sie über eigene nicht kontrollierbare Untersuchungsgefängnisse verfügte, die Untersuchungsergebnisse auch entsprechend manipuliert. Aber sie begnügte sich damit nicht. Die Staatssicherheit hat gleichzeitig im Schlussbericht für den Staatsanwalt das Gerichtsurteil im Prinzip präjudiziert. Das Ministerium wurde von der Partei analog kontrolliert wie jedes andere Ministerium, ob das Ministerium für nationale Verteidigung oder MDI, aber auch andere Ministerien, sodass im Wesentlichen das, was in diesem Ministerium passierte, auch der Parteiführung bekannt war. Hannover. Rudolf Verstadt, a baker from Zili near Halberstadt, has lived here ever since the Federal Republic of Germany bought him free. In 1962, the anti-fascist resistance fighter and dedicated social democrat came under close scrutiny by the Stasi. He was accused of espionage. Also direkte Spionageaufträge habe ich nie erhalten. Ich habe nur das berichtet, was allgemein bekannt war. Also Widerstand gegen Bauern, gegen die Kollektivierung, politische Verhaftungen, dann die Mangelerscheinungen, dass die Butter knapp war, dass Straßenschuhe knapp waren, das steht ja auch in der Anklageschrift. Die Spionagemeldungen sind ja einzeln aufgeführt. The GDR Supreme Court turned down his appeal on the following grounds. Since 1950, the accused has had close relations with the West Berlin SPD Office for East German Affairs and has committed treason against the workers and farmers state. Ich war sehr erstaunt darüber, als ich meine Stasi-Akte einsehen konnte. Hier im Westen bin ich noch jahrelang bespitzelt worden. Bei meiner Stasi-Akte geht davor, wo ich im Westen gearbeitet habe. Ich zum Beispiel auch zu Seminaren der Friedrich-Ebert-Stiftung fuhr. Meine Wohnung ist von allen Seiten fotografiert worden, die ganze Straße. Aber der Stasi-Akte ist auch eine Skizze des Hauses, wo ich wohne. Ich wohne in einem Hochhaus mit 54 Wohnungen drin. Die Skizze dieses Hauses ist in meiner Stasi-Akte. Und in jeder Wohnung ist vermerkt, wer darin wohnt und wer Verbindungen zur DDR hat. A year after the wall was built, worker Manfred Leistico was also convicted. Den Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, habe ich zwei Verse von Erich Kästner angeschrieben. Der eine lautete, was auch immer geschieht, lasst euch niemals so weit sinken, von dem Kakao, durch den man auszieht, auch noch zu trinken. Ja. Das habe ich mal in dem Gedichtsband gelesen, hatte mir mal in der Bibliothek ausgeborgt, diesen Kästnerband, und die fielen mir ganz gut. The real reasons for Leistico's arrest were kept secret, but the Stasi embarked on a slander campaign in his home village of Bruch. Leistico was a keen collector of athletes' autographs. The Stasi spread the rumor that Leistico was a fascist,
and responsible for Nazi graffiti in the village. Leistikow could only clear his name when his Stasi file was opened in the 1990s after the fall of the wall. Und dann war außerdem noch in meiner Akte ein Autogrammbrief von 1964. Also den muss die Stasi abgefangen haben, als ich schon in der U-Haft war. Da ist ein Autogrammbild drin von Karl Miltenberger. Das ist ein Boxer der Bundesrepublik. Der hat auch mal gegen Muhammad Ali geboxt und hat da gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Jedenfalls das Bild habe ich so nach vielen Jahren nun endlich bekommen. Aber Hinweise auf diese anderen Briefe, die ja eigentlich zu Hunderten abgefangen sein mussten, die fand ich nicht. Wo die geblieben sind, ich weiß es nicht. Travelers to and from Berlin were watched constantly by the Stasi. The transit corridors were under close observation day and night. The system of total surveillance was constantly upgraded. Specially trained Stasi employees controlled parking areas, restaurants, gas stations, and intershops. Video cameras enabled the Stasi to peek into every corner. Even washrooms were often under surveillance. The former Stasi headquarters at Michendorf was above the gas station. Further posts were in the restaurant, the flower shop, and the highway maintenance department, not forgetting watchtowers along the freeway. Ida? Jo. Hast du was zu sagen? Nee, hab nicht. Danke. Bitte. Gut. Eins? Ja. Gibt's bei dir was? Nicht, alles okay. Gut, danke. Moin? Hm? Da verkaufe ich meine ganz blöde Ding mit Fahreranhalter. Hm? Und zwar zwei weibliche Personen. Michendorf Richtung Rewitz. Hm? Waren in einer Selbstbedienungswerkstätte und auf der Toilette gewesen. Hm? Und hatten laut meinen offensichtlich vorher Kontakt mit dem LKW-Fahrer, dann sind die rausgegangen und da sind meine nun nicht gleich hinterher. Und da, als sie rauskamen, gerade zwei Fahrzeuge abgefahren sind, haben sie mir diesen LKW eben unter der Rubrik Mitfahreranhalter plus die Benmeiber. Ach du Scheiße. So, pass auf, die haben, zeig dir gleich, das geht noch weiter. Denn als der nun Richtung Drehwitz fuhr, haben sie nochmal geguckt vorne, weil sie später sehen mussten, da haben sie die Weiber überhaupt nicht mehr gesehen, da saß ein Kerl. Später. Also ein Beifahrer, offensichtlich mit drin. Den Zusteg haben die Knallköpfe, ich hab's ja gesagt, ich erschlag dich, das hab ich ihnen schon angekündigt, haben die überhaupt nicht gesehen. A separate Stasi department with 2,000 full-time employees was responsible for border surveillance. Their task was to observe cross-border travelers and to arrest wanted persons at the state borders. Another task was the monitoring of inter-hotels, a hunting ground for specially trained Stasi agents. The training film Agent Ava portrays the career of an unofficial Stasi informant. This film was commissioned by counterintelligence for internal Stasi training. Ava and her colleagues were kept especially busy at the Leipzig Trade Fair. Geistig rege, äußerst kontaktfreudig und selbstsicher auftretend, war es Eva möglich, zu materiell gut gestellten männlichen Personen, insbesondere aus dem NSA, Kontakte und Intimbeziehungen herzustellen. Stets gepflegt und sehr modern gekleidet, verfehlte ihr attraktives Äußeres dabei seine Wirkung nicht. Ihr Verhalten und Entgegenkommen wurde von den Intimpartnern oft sehr großzügig honoriert. A brief love affair often ended with an unpleasant surprise. The Ministry of State Security often used secretly shot photos for recruitment purposes. Or simply for blackmail. Any means of obtaining hard currency was acceptable. A
An ex-Stasi agent on his way to work at the former GDR Ministry of Foreign Trade in Berlin. Also hier stand praktisch ein großer Kleiderschrank. Den konnte man aufmachen. Von mir war die Technik drin, die so seitlich praktisch hier runterging, sodass der Haupteingang, der Eingang der Marine und der Parkplatz gesehen werden konnte. Espionage, the province of the Intelligence Department, 4,300 employees and 2,000 spies abroad. In Stasi jargon, these were scouts at the invisible front. Ja, hier ist also der Panzerschrank noch, der ist noch übrig geblieben. Hier waren die ganzen Videos drin und die Aufzeichnungen. Hier oben waren die Waffen, die wir nie benutzt haben. Ja, der musste abends versiegelt werden, aber auch mit MH-Siegeln, weil ja die Kinder wissen durfte, dass wir hier sind. Ne? Der Raum wurde auch immer wieder den Stein so versetzt, dass jeder hier ran konnte. Und von hier gingen die Kabel praktisch rüber zu den Kameras. War halt unter dem Teppich verlegt, sodass also wenn jetzt hier jemand reinkommt, es auch nichts sehen konnte. The Diplomatic Quarter in Berlin. Fiber optic technology was used by the Stasi for the surveillance of diplomats' apartments. The proven ingredient that fights dandruff, fresh, clean, archive material showing one of the numerous Ministry of State Security's bugging centers. The listening post in Berlin Johannisthal was shut down in December 1989. From here, telephones were tapped on a large scale. Between 400 and 600 calls could be recorded here simultaneously. As many as 200 employees evaluated the material in around-the-clock shifts. Around 5,000 Stasi bugging centers were in operation throughout the Republic. 50,000 tapes were stored in Johannisthal alone. Full-time staff on the job. Their sole task, safeguarding the streets Honecker and other Politburo members pass through daily on their way from Wandlitz to Berlin. During state visits and on other special occasions, extra vigilance was called for. After the trauma of June 17, 1953, crowds automatically brought the Stasi into the arena. The cellars in the former Ministry for State Security. Surveillance technology in abundance. Modern equipment was taken away for safekeeping just before the Stasi was dissolved. The contents of the armory. 124,593 pistols and revolvers, 76,592 submachine guns, 3,611 rifles, 499 lightweight and 766 heavyweight machine guns, as well as anti-tank rifles, anti-aircraft missiles, and chemical weapons. Antiquated remains from Stasi workshops, examples of the banality of evil. An especially macabre relic, preserved odors. The body odors of state enemies were preserved on specially prepared cloths for tracker dogs. Burglary was also a Stasi specialty, as can be seen on the following training video. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Buntbartschloss um 9.10 Uhr. Die Durchsuchungskräfte überzeugten sich, dass sich niemand in der Wohnung aufhielt und schlossen die Wohnung von innen ab. Die Sicherungskräfte verblieben auf ihren Posten außerhalb der Wohnung. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen unter anderem schriftliche Unterlagen, Kalender, Zettel mit handschriftlichen Aufzeichnungen. Entsprechend der Zielstellung der konspirativen Wohnungsdurchsuchung wurde das Vorgehen der die Durchsuchung durchführenden Mitarbeiter bestimmt. The singer-songwriter Wolf Biermann was the target of special operative measures for many years. Before he was expelled in 1976, Biermann was under constant observation by the Stasi. His friend, the philosopher and physicist Robert Havemann, was also subjected to around-the-clock surveillance.
wollen diese Zeiten wie den Winter überstehen. Doch wir müssen Schwierigkeiten bestehen. Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut. Gleich den Ton, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Robert Hoverman and his wife's movements were constantly impeded. The Stasi even staged construction works to prevent him contacting West German news correspondents. This did not intimidate Hoverman. Viele herzliche Grüße aus Stassop, möchten wir Ihnen ein kleines Souvenir extra in den schwarz-rot-goldenen Farben. Machen Sie weiter so. Die Jugend ist hinter Ihnen. Grünheide near Berlin. Now an idyllic place again. It used to be haunted regularly by Stasi members. During the last years of Robert Hoverman's life, they even flooded his garden at night. Author and psychologist Jürgen Fuchs and his family found sanctuary from the Stasi here in the mid-70s. He had attracted the Stasi's attention by publicly criticizing conformity and militarism in the GDR. His refuge at Hoverman's was short-lived. Der Schriftsteller Jürgen Fuchs ist festgenommen oder verhaftet worden und er befand sich in Ihrem Wagen. Wie ja. ging das vor sich? Ich fuhr durch Erkner, wir waren zu vieren im Wagen, drei Freunde, darunter eben Jürgen Fuchs. Wir wurden plötzlich von einem Wagen der Staatssicherheit gestoppt. Die Ausweise meiner mitfahrenden Freunde wurden kontrolliert, meiner übrigens nicht. Und dann wurde Jürgen Fuchs rausgeholt und zum Mitgehen aufgefordert. Jürgen Fuchs was given the choice, immigration or jail. He left for West Berlin, where he continued to study Stasi methods, in particular psychological intimidation. Es wurden sehr verschiedene Befragungstechniken durchgeführt mit wechselnden Vernehmern, die verschiedene Rollen einnahmen. Freundlich, nicht freundlich, drohend, schreiend, leise, kumpelhaft. Die auch Rollenwechsel machten. Also wenn zum Beispiel ein freundlicher Vernehmer über längere Zeit versucht, sich auf ihre Seite zu stellen und in einer bestimmten Situation, wo sie labil sind, wo vielleicht ein Brief der Frau kommt oder irgendeine Situation ist, die für sie negativ ist, können auch starke Zahnschmerzen sein, plötzlich umkippt in eine Feindseligkeit. Derselbe Mensch ist plötzlich feindselig und zeigt, dass alles andere vorher eine Taktik war. Und dass sie vielleicht sich auch teilweise geöffnet haben oder irgendwie gedacht haben, ich habe hier wenigstens einen Verbündeten und sie sind in einer Situation des Schocks. Das ist psychologisch gut ausgedacht, wurde vielfach praktiziert. Ich weiß ja nicht, was Sie von mir hören wollen. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Alles, was Sie bewerkstelligt haben, um nach West Berlin bzw. in die BRD zu kommen. Nichts? Was habe ich denn bewerkstelligt? Ich habe nichts unternommen. Das ist doch gar nicht wahr. Was habe ich denn unternommen? Fragen Sie mich doch, ich erzähle Sie. Ich habe nichts unternommen. Natürlich. Because Jürgen Fuchs publicized Stasi methods, he became their enemy. Markus Wolf, who was in charge of intelligence, organized a defamation campaign against him. Despite denials, Wolf's signature proves his department did harass political opponents. Es rückten pausenlos hier am Tempelhofer Damm Firmen an. Also zum Beispiel Schädlingsbekämpfung. Kam jemand hoch mit großen Flaschen und allen möglichen Gerätschaften und sagte, er möchte hier die Wohnung von Wanzen und Schaben befreien. Man erschrickt über solche Dinge. Meine Frau war da, ein Kind steht in der Tür. Und wenn Sie sich mal vorstellen, man hat es nicht bestellt. Andere haben es bestellt. Oder es fährt ein Auto vor, Autopresse, so und so. Ihr Auto hat einen Totalschaden, wir sollen es abholen. Oder es wurden Schlüsseldienste nachts bestellt. Oder es wurden harte Pornografie, geschickt an Hausleute, mit dem Zettel drin, Herr Fuchs möchte den Rücksicht auf seine Frau, die nicht persönlich in Empfang nehmen, geben Sie es ihm bitte heimlich. The Stasi suspected political and ideological subversion within church organizations. Church employees often worked for the Stasi. In the case of civil rights activist Vera Wohlenberger, the Stasi even managed to recruit her husband. The creative sector was crawling with Stasi informers.
Arthur Sascha Anderson reported to his Stasi superior regularly. Es war so, dass Werner Fischer mit Bärbel Bohler hin wollten. Außerdem waren Lutz Rathenow mit seiner Frau Rüdiger Rosenthal, Katja Habemann, in einem Gespräch mit Lutz Rathenow vereinbarte Schedlinski, ihm bei der Renovierung seiner neuen Wohnung behilflich zu sein. Rathenow erzählte, dass er Schwierigkeiten hätte, das Telefon umzumelden. Daraufhin meinte Rosenthal, ihm würden sie sicher noch eins hinterhertragen. Und spaßenshalber meinte Rathenow, er könne ja auch drei Anschlüsse beantragen, in jedem Zimmer eins, dass man noch mithören könne, was er untereinander spricht mit seiner Frau. The Zion Church in East Berlin was a symbol of political opposition in the GDR. Civil activists began to install a library on environmental issues here in the mid-80s. The Stasis took the place apart in November 1987. In the cellar they found a printing press. A Stasi informer claimed it was to be used for subversive publications. The Border Case, a newspaper run by the Initiative for Peace and Civil Rights. The confiscation of the printing press and the imprisonment of the people working there caused a wave of sympathy to spread way across the GDR borders. The Stasi invasion was actually aimed at Wolfgang Templin, one of the brains behind the Initiative for Peace and Civil Rights. Von Seiten des Staates als politische Gegner eingestuft. Und ich habe damals darin nie eine Verrücktheit oder Hysterie sehen können und sagen können, die schätzen uns falsch ein oder die überziehen. Sie haben uns völlig richtig eingeschätzt. Wir haben mit der Frage nach Demokratie und Menschenrechten das Herrschaftsmonopol in Frage gestellt. Und da war überhaupt nicht die Frage, welche Art Opposition. Da war klar, wer das tut, ist politischer Gegner und den politischen Gegnern bekämpft man mit den zur Verfügung stehenden und momentan akzeptablen, das heißt nach außen vertretbaren Mitteln. Kann man ihn nicht mehr an die Wand stellen? Das Aufsehen wäre viel zu groß oder man hat vielleicht doch innere Hemmung. Dann sieht man zu, dass man ihn physisch und psychisch so weit fertig macht, dass er als Gegner ausfällt oder außer Landes drückt. Elections in the GDR. Everyone knew they were a farce. First signs of opposition became evident at local elections on May 7, 1989. A peace movement in Berlin Weißensee decided to gather evidence on the obligatory election manipulations despite Stasi presence at all polling stations. Unser Ziel war halt, in Weißensee jedes Wahllokal, in jedem Wahllokal anwesend zu sein, um die dort ausgezählten Ergebnisse mitzuschreiben, damit man dann einen Vergleich hat zu dem Ergebnis, was dann in der Zeitung erscheinen würde. Und da haben eigentlich fast alle Leute, die dort anwesend waren, signalisiert, dass sie am Wahltag bereit wären, da mitzumachen. Election manipulation was proven. However, protests were of no avail. The peace movement decided to demonstrate on the 7th of every month in Alexanderplatz. They were observed constantly by Stasi cameras. These transmitted the events from police headquarters directly to the Ministry of State Security. On 1989, a West German camera team wanting to film the demonstration came under surveillance. In the middle of it all was Evelyn Zupka, who was immediately harassed by Stasi agitators. Wir hatten uns so T-Shirts angezogen, wo drauf stand 7. Mai Wahlbetrug. Und außerdem hatten wir Trillerpfeifen. Also so, wir haben uns gedacht, wenn jetzt einem was passiert oder so und der ist vielleicht ein bisschen weiter weg von uns, dann könnte der pfeifen und dann wüssten die anderen, also ja, so eine Art Sicherheitssystem oder so. Und diese T-Shirts, wir wollten uns halt auf diesen Springbrunnen dort auf dem Alexanderplatz stellen. Und wir hatten so Jacken oder irgendwas über. Und damit das nicht, durfte ja nicht vorher zu sehen sein. Und uns die dann ausziehen, dass das eben zu kurz zu sehen war. Das hatten wir uns gedacht, aber dazu ist es auch nicht gekommen. Wir konnten uns da noch so sammeln, also die Leute, die jetzt die entsprechenden T-Shirts anhatten. Aber
das ging dann alles so ganz schnell. Da kamen dann also unheimlich viele Stasi-Leute auf uns zu. Und wir konnten uns noch kurz auf den Rand stellen, dann sprangen die schon auf uns zu. Und wir sind dann teilweise zurück in den Springbrunnen reingesprungen. Also wir waren total nass und die hinter uns her. Und die waren ziemlich aggressiv an dem Tag, also so offensichtlich aggressiv. Also mir ist es passiert, auf mich haben sich halt, weiß nicht, 5 oder 6 von diesen Typen gestürzt und mich also auf eine wirklich fiesche Art und Weise da rausgezerrt, sodass ich wirklich am nächsten Tag überall grün und blau gewesen bin. Und ein Freund von mir, dem haben sie richtig den Arm gebrochen. Also wir sind dann alle nach Rummelsburg gebracht worden und da haben wir auch keine ärztliche Hilfe oder so bekommen. Naja, und das in Rummelsburg war dann das Übliche, also Verhör und dann irgendwann im Morgengrauen nach Hause. Inwieweit die Sicherheitsdoktrin in den 80er, 90er Jahren noch opportun war, möchte ich aus heutiger Sicht bezweifeln, sogar verneinen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es gerade auf diesem Gebiet ein starres Festhalten seitens der Parteiführung an die Sicherheitsdoktrin gegeben hat. Die Sicherheitsdoktrinen des MFS haben Bürgerrechtler zu Recht auf die Formel gebracht. Jeder ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Wir müssen alles wissen. Sicherheit geht vor Recht. The maxim was total surveillance. It involves sophisticated equipment and an army of people. All radio communication in and around the GDR was monitored by several hundred specialists. They were based in Gosen near Berlin. In case of emergency, a huge underground operational center stood ready. It was well stocked with technical equipment and was completely self-sufficient. After the fall of the wall, many ex-Stasi agents ransacked this place and others like it. It was their way of getting off to a good start in the market economy. The State Committee for Dissolving the Stasi was the victim of systematic deception. Shortly before reunification, many properties and equipment were sold off via dubious channels. The Stasi departments for commercial coordination and intelligence had excellent contacts. They put them to good use for a final time before they were closed down. Ich glaube, dass einfach die Leute, die politischen Gestaltungswillen damals hatten, total überfordert waren. Es waren viel zu wenige gewesen. Und zum Beispiel die Aufarbeitung Akten, Bürgerkomitee, was liegt dort drin, was muss man machen, das ist zum Teil Leuten überlassen worden, die einfach vorher sich überhaupt nicht mit der Thematik beschäftigt hatten. In a cloak and dagger act, sensitive documents were smuggled out of Stasi buildings in the spring and summer of 1990. Truckloads of files were handed over to the KGB or Western Secret Service organizations. Others were shredded. The intelligence department disbanded itself on the grounds of having to protect its spies living abroad. A clever trick which took in the members of the Round Table. Politisch entschlossen, aber zum Teil auch naiv. Und so haben wir auch Fehler gemacht. Es war auch ein Fehler, dass der Runde Tisch Sicherheit akzeptiert hat, unter den Einflüsterungen dieser Leute, dass man das ganze Material der HVA vernichten durfte oder dass die elektronischen Speicher vernichtet wurden. Alles ganz, ganz schwere Fehler. Und heute sehen wir, was wir davon haben, dass ein Teil der IM im Gegensatz zu der großen Masse eben nicht enttarnt wird. A final act of desperation by civil rights members. They occupied the Stasi archives. Between the fronts, chairman of the parliamentary committee supervising the Stasi dissolution, Joachim Gauck. Wir haben um 19:30 zusammengesprochen und heute hätten wir auch um 19:30 zusammengesprochen. Um 19:30 hatte ich einen anderen Termin. Ja, dann wären Sie um 8 hochgekommen. Nein, das ging nicht. Da hatte ich da noch im Archiv zu tun. Na, dann wären Sie danach hochgekommen. Da war ich beim Stief. Das habe ich ja vorhin erklärt. Ich kann jetzt einfach nur sagen, dass es wirklich sehr merkwürdig ist, dass heute Abend um 22 Uhr jemand sich von unserer Fraktion, die ja angeblich sozusagen unsere Fraktion ist, hier erst sehen lässt. Und das darf man doch mal äußern, dass das schon etwas merkwürdig ist. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass der Gauck kein Schwein ist und dass er ehrlich ist und dass er sich Mühe gibt. Und dass dieser Konflikt, den Bärbel so schön scharf formuliert,
einfach darin liegt, dass wir an verschiedenen Seiten desselben Problems zotteln. Meine Reserve gegenüber der Besetzung war dann aufgegeben. Ich habe dann auch akzeptiert, wir sollten reingehen, denn wir wollten die Akten haben, wir wollten mit ihnen arbeiten. Und eigentlich ist das auch verständlich. Wir wollten ja im Grunde Herrschaft verändern. Und das heißt, wir wollten das Herrschaftswissen in unsere Hand bekommen. The Stasi Inheritance, the files. 4 million reports on GDR citizens. 2 million on West Germans. A total of over 100 miles of denunciation. Reports on human tragedy, material for political scandals. Evidence of the mania for collecting of a bureaucracy run wild. Wir haben auf vieles aufmerksam gemacht, was heute hier gesprochen wurde. Das Einzige ist, dass vieles, was wir gemeldet haben, nicht immer berücksichtigt wurde und nicht eingeschätzt wurde. Und ich kann hier einmal sagen, dass wir sogar auf Konferenzen aufgetreten sind und haben gesagt, die Bitte unserer Genossen besteht darin, werte Abgeordnete zu den Betreffenden, dass man unsere Informationen ernst nimmt und sie auswertet, soweit sie auswertbar sind, und Veränderung schafft. Und wir haben eine Einstellung gehabt, auch darauf zu achten, dass sich das, was gemeldet wurde, als unzulänglich sich verändert. Auch darauf haben wir geachtet. The once almighty head of secret police is bankrupt. The ridiculous security doctrine of a totalitarian party is a thing of the past. It could not halt the march of history. ¶¶